Food Fantasies sind rausgekommen, Freunde. 60.000 FIFA-Points entscheiden mein FC24-Team. Bro, ich kann's nicht glauben, es gibt Food Fantasy Heroes in den Packs wie Tevez, Rudi Völler, Marquisio, die mehrere Millionen Coins kosten. Aber es gibt einfach auch einen Griezmann, der über 7 Millionen kostet. Bro, heute brauchen wir Packluck und ich hoffe, wir werden Packluck auspacken. 400k-Packs, 500k-Packs, 600k-Packs, Lightning Rounds, alles wird gezogen. Deswegen bleibt von Anfang bis Ende dran und guckt euch meinen Packluck an. Das hat sich sogar gereimt. Lasst doch gerne ein Like da, Freunde. Ich will hier 6555 Likes von euch sehen. Ey, wenn ihr das schafft, kommt nächste Woche zum Team 2 genauso ein Video, wo ich wieder 60.000 oder sogar 70.000 oder sogar 80.000 FC-Points ausgebe. Ihr müsst nur supporten, Freunde. Es kostet nur. Vielen Dank und abonniert auch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Irgendwie sind über 60% meiner Zuschauer keine Abonnenten. Weiß nicht, was ihr macht. Abonniert kostenlos. Kuss. Und es gibt gerade eine Blitzaktion bei meinem Partner Eneba. Wenn ihr über meinen Link auf die Seite geht, der ist in der Beschreibung, also abchecken und dann Code WAKES eingebt, kriegt ihr eine 100 Euro PSN-Karte limitiert, also wenn sie ausverkauft sind, sind sie ausverkauft, für 74 Euro. Das ist geisteskrass, ne? 25 Euro Rabatt pro Karte. Wer sich eindecken will, kauft jetzt nur über meinen Link mit meinem Code WAKES. Ich weiß nicht, wie lange die verfügbar sein wird, aber seid einfach schnell. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Herzchen-Spam für Jank in den Chat. Multistream-Boss. Der... Oh, Messi. Ey, Digga, ich habe aus irgendeinem Crackpack Messi gezogen. Unser erstes Freepack heute gefühlt. Lionel Messi. Ey, es wäre so geil gewesen, hätte ich gerade Totti Messi am Start, ne? Ich habe ihn leider nicht gezogen aus diesem Player-Pick, wo jeder Messi bekommen hat. Okay, bevor wir jetzt das 700k-Pack öffnen, ich würde sagen, wir fangen an mit dem 400k-Pack für 2000 FC-Points. Das ist auch krank. 5 87er-Karten sind da garantiert drin. Es ist noch nicht Food Fantasy, erst in 20 Minuten. Wir versuchen nochmal unser Glück zu den Future Stars. Und was passiert? Wir ziehen nochmal Future Stars. Natürlich ziehen wir nochmal Future Stars. In dem ein oder anderen Pack sind auch nochmal garantiert Eventkarten drin. Zu 30%ige Chance Icons drin. Und. Netz und? Netz und? Netz und Diakite. Habe ich jetzt gefühlt auch schon 12-mal gezogen oder so. Aber wir haben in dem ersten Pack direkt 2 Future Stars drin. Das ist okay. Diakite hatte ich vorher mal tradable. Jetzt habe ich ihn auch untrade. Kevin De Bruyne, Benzema, Kane. Bruder, 93 plus Karten in einem Pack. Das ist komplett krank, ne? Also diese untrade Packs sind wirklich, wirklich nicht von diesem Planeten. So, die ersten 2 Spieler kommen ins Team. Die können natürlich alle wieder geupgradet werden. Wenn wir hier auf neueste Objekte gehen, sehen wir, dass wir einmal Diakite gezogen haben. Der kommt aber auf die Rechtsverteidigerposition. Und dann hatten wir noch wen? Richtig, wir hatten noch Luca Netz. Und Luca Netz kommt auf die Linksverteidigerposition. Dann haben wir schon mal 2 Food Birthday Karten. Und Food Fantasies kommen gleich auch noch dazu. Ich würde sagen, nach dem 400k-Pack gehen wir jetzt ins 600k-Pack rein. 30 85 plus Spieler. 4 garantiert 88 plus. Jo, das ist echt lächerlich. 3000 FC-Points und natürlich eine Eventkarte. Stürmer, BFC und wir haben Zirkzi. Und das ist der schlechtere von den beiden. Ich glaube, das kann knallen. Ich glaube, das kann knallen. Ich glaube, das wird knallen. Nee, oder nicht Endo. Ah, das ist diese Letizia. Bruder. Was ist aber Zirkse wert? Nichts wert. Was ist Kivior wert? Nichts wert. Was ist Dings wert? Sie wert? Nichts wert. 3 in einem Pack und trotzdem alle 3 nichts wert. Ein von 4 86 plus Team of the Group Stage. Winter Wildcard versus. Mich jucken die anderen Events nicht. Ich hole mir Mbappé Team of the Group Stage. Auf locker flockig für nebenbei. Hat sich ja mies gelohnt, diesen Pick zu machen. Sanchez, der ganze 42.000 Coins kostet. Gut. Boah, Sanchez. Bruder, ich habe schon immer von dem geträumt. Ich wollte ihn schon immer ziehen. Nicht. Ist das eine kranke Ausbeute bisher. Wir brauchen jetzt die Icons. Deswegen jetzt 650k-Pack. 700k-Pack. Jetzt will ich es wissen. Erst das 700k-Pack, dann das 650k-Pack. 700k-Pack. Garantiert Future Star. Und 30% Chance auf Future Star. Icon. Ich will die Icon. Ich will die Icon. Ich sag euch, wie es ist. Ich will die Icon sehen. Aber es kommt, glaube ich, keine Icon. Es kommt wieder die Frau. Und es kommt Salma Paruelo Lololo. Informs, Modrin. Digga, keine Icon in dem Pack. 700k-Pack, 4500 FC-Pack-Points. Bruch. Das ist offiziell ein Bruch. Was kostet die? Die ist gut, sag mal.
600k! Und ich hab sie schon! Nein! Nein! Die kostet 600k und ich hab sie schon und sie ist untrade! Untrade und untrade! Bruder, ich kann das nicht mehr. Ich hatte die aus einem 81-Plus-Pick gezogen. Ich weiß es noch genau. Ist das frech. Aber egal, wir haben einen guten Spieler fürs Team. 97 Tempo, 87 Schießen, 84 Passen, 89 Dribbling. Was ist das für Werte? Ich starte erstmal rein mit paar 350k-Packs. Wir wollen erstmal was aus den 350k-Packs ziehen, Freunde. Wir gehen rein. Ey, erstes Pack, erster Food Fantasy. Direkt, direkt, direkt. Mann, ist Mondi? Oh mein Gott, ich dachte, ich habe Ferner Mondi gezogen. Bro, die Pack-Weight ist super. Erstes Pack, erster Food Fantasy. André. Ey, ich nehme ihn mit. Er ist nicht der Beste, er ist aber auch nicht der Schlechteste. Er hat fast alles 80 plus, ist fast Rullet Gang Mitglied. Passt. Erstes Pack, erster Food Fantasy. So kann es gerne weitergehen. So, wir starten rein mit unserer ersten Fantasy-Karte. Buds, die kommt natürlich ins Team hier in die Mitte. Sieht schön aus. Kartendesign, wirklich wieder sehr geil. Also da gibt sich ja immer sehr viel Mühe. Kartendesigns sind in letzter Zeit 10 von 10. Alle. Egal, welche Karte kommt, welches Event kommt, alles 10 von 10. Ha! Direkt das nächste 350k-Pack. Können wir zwei... Ey, wir ziehen zwei hintereinander. Food Fantasy, nochmal Food Fantasy. Zwei Packs, zwei Food Fantasies. Geil, EA. Feier ich. Wer ist es? Bronze. Geh weg. Geh weg. Ich habe ein Food Fantasy drin. Kein Bronzespieler. Geh weg. Nicht nochmal, André. Politano. Napoli. Ey, der kann gut und gerne plus 4 Ratingpunkte kriegen, ne? 11 Tore müssen die in 4 Spielen schießen. Er muss 3-mal, glaube ich, spielen in 4 Spielen. Er muss 2-mal gewinnen. Und muss ein Tor oder eine Vorlage machen, dann kriegt er plus 4 Ratingpunkte. Für alles, was ich gerade gesagt habe, jeweils plus 1. Politano könnte heftig werden. Oh, ist das schön. Ist das schön. Neueste Objekte, Rechtsflügel, Politano. Was ein geiler Typ, Digga. Was eine geile dynamische Karte, Junge. Wie cool ist dieser Jubel. Oh, das Team ist so schön bunt. Und jetzt 3 Packs. Dritter Food Fantasy kommt, wäre zu hart. Ich sag ehrlich, alle guten Dinge sind zwar 3, aber wäre auch einer zu hart gewesen. Dann wäre diese Pegweight ehrlich vom anderen Planeten gewesen. Renate ist am Start und Erling. Warum zieht man den nie, wenn er blau ist? Wenn er irgendeine Eventkarte hat. Okay, ich habe ihn sogar eine Eventkarte schon gezogen. Musste ihn zwar direkt eine Woche später discarden. Aber jetzt habe ich ihn mir einfach als Totti gekauft. Deshalb brauche ich den goldenen nicht. Aber wir machen Coins mit den Packs. Das ist schön. Denn die Spieler sind alle Coins wert und tradable. Das ist das Wichtige. Tradable. Wir machen ein Chatpack. 3, 2, 1. 350k Chatpack. Ich guck mal, was mein Chat für Packluck hat. Hoffentlich Food Fantasy Packluck. Chat, was haben wir? Was haben wir gezogen? Food Fantasy. Josie. Wer ist Josie? Steffen Baumgart gezogen. Was? Company, Mondi, Tevez, Timo, Griezmann. Ey, warum verarscht ihr mich so? Sag doch ehrlich. Aspas Food Fantasy. Junge, das ist stark. Ich glaube, Aspas ist sogar stark. Yo! Donnarumma mit Zwinker. So, so, guck mal. So macht er seine Karte. So. Stark, Bro. Zeig hier, ob da noch ein Food Fantasy hinter war. Bitte. Oh mein Gott. Diese 350k-Packs sind crazy, Bro. 300k. 250, 140, okay, 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 okay. Donnarumma? Ja! Schmacko, Fatz, pack ein, mach fertig, Junge! Donnarumma und Aspas kommen beide ins Team, aber sowas von rein da! Okay, Zirkse, du kommst leider auf die Bank, denn ich habe eine Food Fantasy Karte und Food Fantasy Karten sind diesmal größer als Future Stars. Die sind wichtiger. Hier, bam! 1, 2, 3. Und gleich kommt Nummer 4. Ha, dann haben wir noch coole Packs vor uns. Ey, wir fangen mit dem 350er an. 35, 81 Plus Spieler und 5, 86er sind da drin, glaube ich. 1500 FC Points, tradable. Ist das ein Icon? Inform. Inform. Informativ. Ein informativer Spieler. Und Bruno Fernandes. Wir dürfen wieder 3 Spieler upgraden heute. Und Bruno Fernandes hat ein super Upgrade. Tavernier kommt nicht ins Team. Das heißt, wir nehmen unser Upgrade mit. Ich glaube, wir haben unser erstes Upgrade für heute. Bernardo Silva auch am Start. Aber Bruno ist da schon ein Stückchen geiler. Wir upgraden Bruno. So, wir haben unser erstes Upgrade. Der kommt hier aufs Rechts-ZM. Bruno. Bruno.
Bruno Fernandes. Cool. Da haben wir die erste 90-Plus-Karte hier drin. Wird aber nicht die letzte sein. 400k-Pack. Feuerlöscher-Pack. Ich mache ein Feuerlöscher-Pack. Wundert euch nicht, warum ich hier einen Feuerlöscher stehen habe. Für miese Zeit, man weiß nie. So, wir machen ein Feuerlöscher-Pack. Vielleicht bringt Feuerlöscher Glück. Vielleicht bringt Feuerlöscher aber auch kein Glück. Vielleicht ist es wieder sowas wie eben. Donnarumma und dann irgendwie noch ein Food Fantasy. Oblak und Donnarumma, oder? Oblak und David. Ich dachte, das ist safe Donnarumma. Feuerlöscher-Pack, ja, Feuerlöscher-Pack. Was soll ich euch erzählen? Oh, Bruder, das Pack war aber richtig quatschig. Richtig, richtig quatschig. Und ich glaube, da nehmen wir auch diesmal kein Upgrade mit. Das ist einfach ein quatschiges Pack gewesen, glaube ich. Napolitano hier noch drinne? War Politano da drin und ich habe es nicht gesehen? Wo ist der her? Wo ist er auf einmal her? Da war Politano drin, Chat. Oder bin ich gerade verrückt? Wo ist der hergekommen? Bro, plötzlich taucht hier ein wildes Politano auf. Ohne Sinn. Okay, Icon Pick Stat Reveal. Let's go. Wir gehen rein, Freunde. Der erste ohne Stat Reveal. Den ersten gucken wir uns einfach knackig an. Let's go. Sanchez. Sanchez ist der erste. Sanchez ist der erste, Freunde. Zwei sind da noch drin. Wir gucken uns den zweiten an, Chat. 66, 88, 71. Okay. 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 Wer ist das? R7 gezogen. Okay. Okay, 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 okay. Wer ist das? Dribbling 87. Vieira? L? Ich sehe gerade Vieira im Chat. Kann das ein Vieira sein? Wer ist das, Bro? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Bruder, 84 schießen! Das ist Veron oder so. Ist irgendein Scheißspieler, glaube ich. Wie viel Tempo? Ist ein L. Das ist ein Veron oder so. Es ist eine normale Icon. Bruder, Netvet, ey. Der letzte muss jetzt so gut sein, ne? Sonst war es das hier schon wieder komplett. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, was ist das denn? Ist das ein Torwart oder was? Chat, wir haben einen Torwart. Wir haben einen Torwart, glaube ich. Ist das ein Torwart? Bitte einen, den ich nicht habe. Bitte, wen gibt's denn dann? Das ist bestimmt Van Nistelrooy, Digga. Das ist bestimmt Van Nistelrooy, Winter Wildcard. Es ist ein Torwart. Es ist ein Torwart. Es ist ein Torwart. Aber welcher Torwart? Wir gucken uns ihn an. Tschech. Ich ziehe Sanchez, Netvet und Tschech aus dem Icon Pick. Bro, washed, washed. Ist ehrlich, washed. Wer bockt mehr? Donnarumma oder Tschech? Ich weiß es nicht mal, ne? Ich weiß nicht mal, wen ich lieber spielen will hier gerade im Team. Donnarumma oder Tschech? Ich tue jetzt mal Tschech rein, weil ich glaube, chemietechnisch lohnt das mehr. Ja, geil. Icon! Innenverteidiger! Was laberst du? Cannavaro! Sheesh. In seinen Babyjahren. Guck mal, wie er aussah. Er war zu fresh, ne? Er war dieser Italiener, der immer alle geklärt hat und so. Du fliegst raus. Wir haben einen neuen Spieler. Einen Italiener. Er ist zu fresh. Pah, Junge. Direkt Shadow draufkloppen, aber direkt. Ohne Wenn und Aber. Er braucht das. Er braucht das. Er braucht das. Diese Ninja-Künste. Neue Ey, Food Fantasy aus Free Pack. Wieder Politano. Nein, Duplikat. Duplikat, Politano. Ich mache gerade meine Free Packs auf und hoffe ganz sicher, dass ein Food Fantasy rauskommt. Dann kommt einer raus. Dann Politano, ist ein Bruch. Egal, Counter geht auf 5. So, 5x83 plus. Food Fantasy! Aber keine Hero. Ich will Heroes, Mann. Und ich glaube, das ist André. Bro, André, aber egal, den hatte ich auch tradable. Dann haben wir ihn jetzt auch untrade. Dann haben wir jetzt Politano-Duplikat und André-Duplikat. Passt, aber guck hier, den hatte ich tradable. Schmeckt. Ist okay, nehmen wir mit, aber jetzt bitte nicht nochmal André. Ich weiß nicht warum, aber mein Gefühl sagt, sagt mir, hier kommt ein Hero raus. Mein Gefühl sagt mir 500k Food Fantasy Hero. Inform, bitte ein Hero dahinter. Bitte ist das so ein geiler Inform, der jetzt einfach nur angezeigt wird und danach ist dann Hero. Lewandowski 90. Und Joao Gomez 87. Dahinter irgendwie Duplikat oder so. Gomez, Lidl, Molina, Politano. Oh, das alles. Molina, Costa, Quanta. 130k.
Atletico Madrid, auch eine Mannschaft, die man nie unterschätzen darf, ne? Auch in der La Liga, die werden Upgrade sammeln. So, Netz, du kommst raus. Zack, der kommt auf Linksverteidiger, Netz auf die Bank, Bratz, und dann kommt unser Molina, der garantiert Upgrades kriegen wird, sage ich, schon mal hier auf die Rechtsverteidigerposition. Die Karte sieht ja so schon geil aus mit 91 Tempo und so, ne? Aber was passiert, wenn die Upgrades bekommt? Harter Pass Plus ist sogar geil als Außenverteidiger. Und er hat sogar Antizipation. Come on. Ja! Food Fantasy! Aber keine Hero, oder? Wer ist das? Warte mal, erst Ødegaard und dahinter. Er dreht sich! Hero! Ich habe eben gesehen, der war bei 1,2 Millionen. Er ist tradable. Bitte sag mir, Chatpreis, ich brauche einen Preis. Unsere erste Hero, Food Fantasy Hero. Ey, meine erste Hero, die ich in FC24 gezogen habe, war Lizarazu als normale Hero. Und jetzt ziehe ich meinen ersten Food Fantasy Hero, das ist Lizarazu. 1,6. Was labert ihr? Und Aspas auch noch mit dem Pack. Tradable. Ey, ich bin reich. Ich bin offiziell reich. 1 Mio plus. Ihr seht's, die bieten gerade auf den. Der geht gerade hoch. Er ist schon bei 975. Und geht höher. Und höher. Und höher. Ja. W's, Chat. W's. Was, Junge? Geht doch. Und Aspas auch noch. So, Diakite rückt in die Innenverteidigung. Der Mann rückt von Position zu Position, weil wir immer Upgrades bekommen. Zack, zack. Und jetzt. Macht Lärm. Die nächste 90-Plus-Karte. Ich hab's euch gesagt, das bleibt nicht die letzte hier mit Bruno Fernandes, Cannavaro. Und jetzt er hier. Oh, da werde ich so Coins draus machen. Der wird noch steigen. Ich sag's euch, der wird noch steigen. Die Leute werden erkennen, dass er super ist. Einer geht noch rein, bitte. Man sieht nicht mal, dass es eine Hero war, ne? Das heißt, eben kam Lizarazu auch aus dem Nichts und ich hab's nicht gewusst, dass das eine Hero ist. Vielleicht jetzt noch eine Hero. Back to back. Modric, geh endlich! Wer ist das? Wer bist du? Rede mit mir. Molina und diesmal tradable. Und das gibt auch nochmal Coins. Und der Counter geht auf 10. Pack ein, so. So macht man nämlich Coins heute. Die Pack-Rate ist echt geil, Freunde. Man zieht echt viele. Also das hat EA wieder gut gemacht. Timo Werner ist da. Guckt ihn euch an. Wie er kommt. Stürmer. Tottenham. Boah. Timo Abi. Werner. 95 Tempo, 88 Schießen, 88 Dribbling. Geile Karte. Top-Karte. Top-Typ sogar. Aspas, I'm sorry. Knutsch mal wen anderes. Knutsch mal woanders rum. Denn hier kommt jemand um die Ecke. Der ist deutsch und heißt Timo Werner und hat heute auch Bock zu performen. Wo ist er? Hier ist er. Zack, Junge. Timo Werner mit 5 Sterne, schwacher Fuß. So geil, ne? Was hatte Aspas? 4-4. Quatsch, mit Soße Aspas. Bankwärmer. Nürsenkelmacher. So, Freunde. Es ist Zeit für die Weekend League Rewards. Die machen wir natürlich auch noch auf. Mal schauen, was da rauskommt. Jeder weiß, was man momentan immer aus Weekend League Rewards zieht. Meistens eher nicht so cool. Erstmal Inform. Informs sind immer super, aber ich glaube, der ist Duplikat. Das heißt, den werden wir wahrscheinlich sogar discarden oder in eine SBC abgeben. Bruder, wofür zockt man Weekend League? Ich meine es ernst. 84er Pick, 84er Spieler. Letzter Pick. Schnelle Welle. Gib ihn. War klar, dass nichts kommt. Hab auch mit nichts gerechnet, wenn ich ehrlich bin. 85 plus Kampagne Mixpack. Noch nie was draus gezogen. Vielleicht jetzt das erste Mal. Ey, ich erwarte nicht mal was, ne? Guck mal. Wer ist das? Bro, Debinha ist sogar gut. 89er Rating. Ich glaube, ich habe die aber sogar schon. Das heißt, die ist auch Duplikat. Ich habe sie noch nicht. Ja, Debinha. Letztes Pack, 125k Pack. Auch nicht mehr dasselbe, wie es früher war. Bro, das Ding ist, man schätzt diese 125k Packs einfach nicht mehr, weil es jetzt diese ganzen 400, 500, 600, 700k Packs gibt, ne? Früher hat man diese Packs extrem geschätzt, aber was will man mit einem normalen Walkout? Wisst ihr, was ich meine? Da ist nicht mal ein Doppel-Walkout drin. Guck mal, auf Ansage, dieses 600k Pack, mehr drin als in den gesamten Weekend League Rewards und dafür habe ich 20 Games gezockt, ne? So, wir machen das Pack auf, 3000 FC Points. Let's go, Icon!
Ey, ich fall jedes Mal wieder drauf rein. Jedes Mal denke ich, ein Inform ist ein Icon. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich werde es, glaube ich, auch nie rauskriegen, ne? Immer ist ein Inform für mich ein Icon im ersten Moment. Und ich, ey, glaub immer und immer wieder dran. Hansen ist hier am Start. 3 Informs, 2 Food Fantasy, Karl und Chalanolu, aber beide nichts wert. Aber ich glaube, uns hat noch ein ZM gefehlt. Was für beide nichts wert? Chalanolu 400k wert? Was habe ich verpasst? Ja, okay, weil Inter Mailand immer ein guter Club ist, um weit in der Champions League zu kommen, ne? Oder auch in der Liga momentan echt krass ist. Das heißt, diese Karten können heftige Upgrades bekommen. Haaland auch noch am Start. Hilfe. Okay, mit dem Pack haben wir auf jeden Fall Upgrades für unser Team. Also erstmal kommt Chalanolu hier rein ins ZM. Der ist ja super auf jeden Fall. Der kommt hier sehr, sehr wild. Wir haben 27 Chemie. Und dann, Freunde, haben wir noch ein Upgrade übrig. Wie krank ist das, dass wir noch ein Upgrade übrig haben? Und wenn wir noch ein Upgrade übrig haben, dann upgraden wir Haaland auf den Team of the Year. Timo Werner geht auf die Bank. Nein, geht er nicht. Ich glaube, er geht hier hin und dann auf den linken Flügel. -2. Ich muss Sanchez eigentlich drin lassen. Okay, dann kommt Timo Werner von der Bank oder Haaland von der Bank. Egal, das ist auf jeden Fall das ganze Team, was wir uns hier zusammen gepackt haben. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, Freunde. Dann kommt nächste Woche wieder so ein Video zum Team 2. Ihr wisst, supporten und dann kommt das Video. Dankeschön für euren Support. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Was ein Team. Haut rein. Peace.